Liebe Freunde der Buchhandlung, ich habe Ihnen was mitgebracht. Alexander von Schönburg, der grüne Hedonist. Wie man stilvoll den Planeten rettet. Wir wollten ihn eigentlich einladen im März und haben uns so richtig auf ihn gefreut, den Grafen aus Berlin in Bodenheim zu haben. Und dann kam Corona. Aber sein Buch passt genau in diese komische Zeit rein, denn es geht um ein Umdenken, genau jetzt in dieser Zeit, um unser grundlegendes Einkaufsverhalten, Essverhalten zu ändern. Und das hat er gemacht, indem er mehrere Geschichten geschrieben hat, die sehr selbstironisch sind, witzig, das kann er einfach, amüsant. Es ist nichts Neues drin, das haben wir alle schon mal gehört von dem CO2-Ausstoß beim Fleischessen. Aber er verknüpft es auf eine ganz amüsante, großartige Weise, die mich sehr berührt hat. Das wissen wir alle, aber er hat uns einfach nochmal in die richtige Richtung gepusht. Mit einem bisschen Plastik sparen ist es eigentlich nicht getan, sagt er. Und wir können alle mehr. Und er sagt, wunderbar ist es, wenn man Bücher liest. Da verbraucht man ganz wenig. Und vielleicht nur eine kleine Leselampe, aber die fällt nicht ins Gewicht. Ich hoffe, dass wir es irgendwann schaffen, dass er doch noch zu uns kommt. Und jetzt sage ich einfach mal, Gruß nach Berlin. Gucken Sie ins Büchlein rein. Hat mir richtig gut gefallen. Bis dann. Tschüss. Klamotten. Das neue Maß in der Mode. Linke sind oft die allergrößten Snobs. Von Heinrich Böll gibt es einen Text aus den frühen 1960er Jahren, in dem er sich über den mangelnden Stil der Deutschen lustig macht. Ein deutscher Snob ist von vornherein in einer misslichen Lage, schreibt er, denn es fehlt ihm an Leitbildern. Eine kümmerliche Gesellschaft bringt kümmerliche Snobs hervor. Harte Worte, ich würde mich das nie zu schreiben trauen. Es geht aber noch weiter. Ein deutscher Snob ist notwendigerweise eine traurige Erscheinung, weil der Spiegel, in dem er sein eigenes Bild sehen möchte, immer beschlagen ist. Zu viel Dampf in der Küche. Ein besonders schwieriger Punkt sei die Kleidung. Die Textilindustrie produziert ja fast nur snobistische Kleidung, also solche, die nicht zu den Leuten passt, die sie notgedrungen tragen. Unübersehbare Massen von Gentlemen bevölkern tweedig unsere Straßen, Autos, Bahnen. Wie sollte man da noch wie ein Gentleman aussehen können? Primaner mit dem makellosen Namen und dem makellosen Stammbaum Schmitz sehen aus wie der 38. Earl of Pipeline. Und der 38. Earl of Pipeline versucht vergebens, denn er ist ein Snob, wie Karl Schmitz auszusehen. Die Textilindustrie würde auf den Gedanken kommen, schlunzige Kleider zu produzieren, sie zu einem Schwarzmarktpreis unter der Theke anbieten zu lassen, etwa Hosen aus unverschleißbarem Stoff, die unauslöschliche Spuren des Verschleißes zeigen. Oder fleckige Hemden, auf denen garantiert auch nach der Wäsche noch die Flecken sichtbar bleiben. Das, was Böll nur ironisch gemeint hatte, ist längst eingetroffen. Einer der Schlüsselmomente in der Modehistorie dafür war der 3. November 1992. Die Modenschau des damals 25 Jahre alten Designers Marc Jacobs im Showroom von Perry Ellis in New York. An dem Tag, an dem Christy Turlington, Naomi Campbell und andere Megamodels in ungeschnürten Doc Martens-Tretern und Klamotten über den Laufsteg federten, die so aussahen, als ginge ein unangenehmer Geruch von ihnen aus, als kämen sie direkt aus der Altkleidersammlung. Dazu erklang Pretend We Are Dead von der Punkband L7, war Grunge im Mainstream angekommen. They look a little bit unconcerned about fashion. Sie sollten so aussehen, als ob ihnen Schnurzpiep egal sei, wie sie daherkämen, erklärte Jacobs damals dem verblüfften Modejournalisten der New York Times. Die Kritiker schäumten. Susie Menkes, die legendäre Moderedakteurin der Herald Tribune in Paris, startete eine regelrechte Kampagne gegen Jacobs. Sie empfand die Absicht, Kleidung, die betont hässlich sein sollte, als High Fashion zu verkaufen, schlicht als Unverschämtheit, als Verhöhnung der Branche und des Handwerks. In New York glaubten die Leute zum Teil, die Show von Marc Jacobs sei als schlechter Witz gemeint und spekulierten darüber, wie stark die Drogen gewesen sein müssten, die ihn zu so einer Kamikaze-Aktion veranlasst haben könnten. Marc Jacobs schickte nach der Show ein paar seiner Lieblingsteile an seine Stilvorbilder, an Kurt Cobain und Courtney Love.
Als die beiden das Päckchen geöffnet hatten, sagte Kötnela viele Jahre später in einem Interview, von der Erinnerung erschaudernd, hätten sie den Inhalt feierlich verbrannt. Wir waren Punks, wir fanden Modefummel jeder Art schrecklich. Inspiriert war die Grunge-Kollektion von Marc Jacobs übrigens nicht nur durch das Duo Cobain Love, sondern durch die alternative Rockszene von Seattle, zu der Bands wie Pearl Jam und Mudhoney gehörten, die das Modegetue der vorigen Generation oberflächlich und abstoßend fanden und sich in einem Akt zivilen Widerstandes so abgerotzt wie nur möglich kleideten. Sie liefen zum Teil so rum, als hätten sie sich ihre Klamotten direkt aus der Tonne der Altkleidersammlung gefischt. Für jemanden wie Kurt Cobain muss es geradezu surreal gewesen sein, dass sein Mir-ist-wurscht-was-ich-trage-Look plötzlich mit $1000-Preisschildern in teuren Läden zu haben war. Anna Wintour sagt heute, wenn sie an die Zeit zurückdenkt, der ausgemergelte Look war nie mein Ding. Ich glaube, es hatte einfach mit dem Zeitgeist zu tun. Es war eine Reaktion auf die Wirtschaftskrise und die düstere Lage der Welt. Kathy Horan, damals die Modekritikerin der Washington Post, die unter den feinen Damen der Hauptstadt Society quasi Lehramtscharakter hatte und pflichtgemäß hart mit Marc Jacobs ins Gericht ging, bereut heute ihr harsches Urteil. Rückblickend sagt sie geradezu weihevoll, dass es sich wohl um einen zentralen Punkt für die Entwicklung von Luxusmarken gehandelt habe. Ein Moment, der modehistorisch sogar in stolzer Tradition gestanden habe. Schließlich habe der große Yves Saint Laurent bereits 1971 mit einer Haute-Couture-Schau für Aufsehen gesorgt, als er Models mit Kleidung über den Laufsteg schickte, die vom Second-Hand-Schick seines Freundeskreises inspiriert war. Und auch spätere provokative Momente in der Mode, etwa die legendäre Hobo-Show von John Galliano im Jahr 2000, als der später gefeuerte Exzentriker Models für Dior in von Obdachlosen inspirierte Kleidung steckte, wären ohne jenen Abend in Perry Ellis' Showroom nicht möglich gewesen. Kathy Horan sagt heute, der 3. November 1992 sei die Geburtsstunde des Ideals von alternativer Schönheit und Anti-Luxus gewesen. Das inhärente Problem von Marc Jacobs war natürlich, dass seine Kollektion, weshalb das rituelle Verbrennen durch Kurt Cobain die einzig logische Reaktion war, zutiefst unauthentisch und damit schon leider uncool war. Wenn es schick ist, so rumzulaufen, als bediente man sich aus der Kleidertonne, ist es dann nicht besser, sich gleich aus Kleiderspenden zu bedienen, statt teuren Labels auf den Leim zu gehen? Durch das Label Marc Jacobs wurde authentische Grunge-Kleidung sozusagen entehrt. In dem Moment, in dem Subkultur Hochkultur wird, verliert die Subkultur ihren Stachel. James Truman, 1993 Chef des Details-Magazins, ordnet es so ein. Das Ding von Grunge war ja nie, dass es Anti-Mode war. Es war vielmehr Nicht-Mode. Punk war Anti-Mode. Das war ausdrücklich als Statement gemeint. Bei Grunge geht es darum, auf ein Statement zu verzichten. Und deshalb ist es umso verrückter, wenn kein Statement plötzlich zum Statement wird. Heute, rund 3 Jahrzehnte nach jenem Abend in New York 7th Avenue, steht außer Frage, dass Marc Jacobs ein Pionier war. Nicht nur folgten ihm andere Designer wie Prada nach, auch bei den Kunden setzte ein Umdenken ein. Längst ist es so, dass Menschen inzwischen, je reicher sie sind, desto nachlässiger gekleidet sind. Auch hat die Idee, dass betont nachlässige Kleidung ein Merkmal von hohem sozialen Status ist, Fuß gefasst. Bis aufs Äußerste durchgestylt können sich heutzutage eigentlich nur noch reiche osteuropäische Frauen sehen lassen. Der Typus John Collins ist im Westen komplett verschwunden. Aufgetakelt ist komplett passé. Es gilt längst als eher eine Pflicht guten Stils, mühelos zu wirken. So auszusehen, als hätte man blind in den Kleiderschrank gegriffen und sehe trotzdem, wie durch Zauberhand, die unsichtbare Hand des guten Geschmacks, elegant aus. Teure Marken zu tragen gilt inzwischen in besseren Kreisen fast schon als Fashion-Fauxpas. Erlaubt ist nur, sie wie zufällig mit preiswertem Fummel, am besten Secondhand, zu kombinieren. Meine wertvollsten Klamotten sind meist Erbstücke, wie mein wunderschöner Samtsmoking, den ich von einem ungarischen Onkel ergattern konnte. Er wurde irgendwann in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschneidert
und an manchen Stellen hat sich der Samt längst abgelöst. Ich trage ihn nur zu ganz besonderen Anlässen en famille. Meine allerliebsten Hemden sind die, die an Kragen und Ärmeln bereits ein wenig abgewetzt sind. Ich kann leider keine Shopping-Tipps geben, weil ich selbst außer vielleicht Socken keine Kleidung mehr kaufe. Ich habe ein Alter erreicht, in dem man als Mann seine Klamotten beisammen haben sollte. Aber ich bin sicher, Sie wissen um gute Quellen für Vintage-Stücke. Und wenn nicht, finden Sie ein paar Hinweise im Glossar. Sehr empfehlen kann ich übrigens das Prinzip des Kleidertauschs. Man schafft eine Art ätherisches Band der Freundschaft, wenn man Sachen anhat, die von jemandem getragen wurden, den man mag. Getragene Klamotten haben einen eigenen Charakter. Sie kommen mit einer Geschichte daher, die unsichtbar an ihnen hängt. Und selbst wenn sie aus einem Second-Hand-Laden stammen, man also den Menschen, der sie trug, nicht kennt, ist der Reiz, sich darin zu bewegen, größer. Bei alten Gebäuden ist es ja ähnlich. Das Entscheidende ist aber wohl, seinen eigenen Stil zu finden. Und das geht mit alten Kleidungsstücken irgendwie überzeugender. Als wenn man, wie Heiko Maas immer so aussieht, als käme man gerade aus einem Kaufhaus und hätte noch nicht alle Preisschilder entfernt. Die Luxusmodebranche hat natürlich längst kapiert, dass das, was ihr Geschäftsmodell ausmacht, den Markt mit immer neuen Kleidungsstücken zu überschwemmen, heute aus der Zeit gefallen wirkt. Der Zeitgeist ist konsumkritisch. Und das trifft die Modebranche besonders hart. Da sie einerseits dem Zeitgeist vorauseilen will, andererseits ihre Existenz aber der Freude am Konsum an immer Neuem verdankt. Die Marketingstrategen haben daher mit Greenwashing, also von großem PR-Tamtam begleiteten Umweltschutzmaßnahmen, als vorläufige Gegenmaßnahme reagiert. Konzerne wie Kering, Gucci, Yves Saint Laurent oder die Burberry-Gruppe schmücken sich mit ihren Nachhaltigkeitszielen. Puma legt die durch den eigenen Betrieb und durch Zulieferungen verursachten Umweltkosten offen. Die auf Outdoor-Kleidung spezialisierte Marke Patagonia bietet Kunden inzwischen an, ihre Kleidung beim Verschleiß zur Reparatur anzunehmen. Aber letztlich wissen alle Beteiligten, dass das nur Behelfslösungen sind, die auch schnell als PR-Masche durchschaubar sind. Wenn ein Luxuskaufhaus wie die Galerie Lafayette in Paris eine ganze Etage zur grünen Etage erklärt, in der es nur noch umweltfreundliche Waren gibt und unter dem Motto Changeons de mode, also ändern wir die Mode, dazu aufruft, Klamotten aus dem hintersten Winkel des Kleiderschranks herauszuziehen, auf Instagram zu präsentieren und damit zum Wiederentdecken des Mehrfachtragens zu inspirieren, ist das ganz schön. Aber letztlich ist es nun einmal Marketing. Würde man ernst machen mit Changeons de mode, hätte der Konsumtempel mit seiner berühmten Glaskuppel, mit seinen 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf 7 Etagen ein ernstes Problem. Würden die Galerie Lafayette oder sonst wer in der Modeindustrie ernsthaft Green Action statt Greenwashing betreiben, wäre das Ende ihres Geschäftsmodells. Denn Mode basiert schlicht auf immer neuem, letztlich exzessiven Konsum. Ein tatsächliches Umsteuern würde schlicht das Ende eines der größten globalen Industriezweige bedeuten. Die Summe globaler Kleidungsverkäufe lag laut Economist im Jahr 2019 bei 2 Trilliarden Dollar. Der Großteil der weltweiten Textilkäufe geht natürlich nicht auf das Konto der Luxusgüter, sondern der Fast-Fashion-Industrie. Allein in Deutschland hat sich der Modekonsum seit den 1980er Jahren verfünffacht. Die Produktionszyklen werden immer rapider. Statt der klassischen 2 Saisons, die es früher einmal gab, operieren Marken wie Zara und Massimo Dutti, die zum weltgrößten Textilkonzern Inditex gehören, oder H&M, die Nummer 2 auf dem Weltmarkt, mit bis zu 50 Micro-Seasons, für die immer neue Teile auf den Markt geschmissen werden. Zur Verteidigung der Fast-Fashion-Industrie wird, ähnlich wie beim Fliegen, gern behauptet, sie habe zu einer Demokratisierung von Mode geführt. Schließlich könnten sich heute auch Menschen mit geringen Einkommen geschmackvoll kleiden. Mehr Menschen, auch Leute mit dünner Brieftasche, so sagte man das früher, als man noch nicht mit dem Handy zahlte, können sich heute den Luxus schöner Kleidung leisten. Aber diese Rechnung geht nur auf, wenn diese Käufer dann unterm Strich weniger für Klamotten ausgeben, als sie es früher getan haben, als man sich noch jeden Kauf genau überlegen musste.
Und das tun sie offensichtlich nicht. Durch die Preispolitik der Fast-Fashion-Industrie geben die Leute im Billigsegment mehr Geld für Kleidung aus als je zuvor. Es wird mehr gekauft. Das Gekaufte verliert seinen Wert und wird dann höchstens 2 bis 3 Mal getragen. Kleidung wird zum Wegwerfprodukt. Mehr als 18 Milliarden Kleidungsstücke werden alljährlich weltweit hergestellt. Das meiste, was produziert wird, mehr als 60%, landet binnen eines Jahres auf Abfalldeponien. Die Deutschen kaufen im Durchschnitt 5 Kleidungsstücke im Jahr, tragen nur rund 20% der Klamotten, die sie besitzen, und verursachen damit rund 1 Milliarde Tonnen Müll pro Jahr. Kleidung gilt inzwischen als Gut ohne Wert. Wer ein neues schwarzes Kleidchen, für das man in den 1980er Jahren vielleicht 100 Euro oder mehr gezahlt hätte, für 12 Euro bekommt, betrachtet es oft schon nach einmaligem Tragen als alt. Angefeuert wird der Kaufdrang durch die ständige Sichtbarkeit in den sozialen Medien. Ich bin am Wochenende bei einer Hochzeit und muss mir noch ein Kleidchen kaufen, seufzte mir neulich kurz vor Feierabend eine Kollegin zu. Auf meine Bemerkung, du hattest doch letzte Woche erst eine Party, für die du dir ein neues Kleid gekauft hast, lautete die Antwort: Das kann ich nicht schon wieder anziehen, daran haben mich schon alle auf Instagram gesehen. Die Konsumenten geraten damit in den sogenannten Attitude-Behavior-Gap. Das heißt, man findet zwar Umwelt- und Klimaschutz ganz, ganz wichtig, man weiß auch, wie ökologisch inakzeptabel Fast Fashion ist, aber heute Abend ist ja diese Party. Und dort hängt dieses entzückende Glitzerkleidchen. Für 10 Euro. Die Zeit, in der wir nicht wussten, was wir damit anrichten, ist leider vorbei. Inzwischen hat sich blöderweise herumgesprochen, dass die Modeindustrie einer der größten Faktoren im Hinblick auf Ressourcenverschwendung, Umweltverschmutzung, Einsatz von Chemikalien und Wasserverbrauch ist. Was CO2-Emissionen anbetrifft, auch das ist mittlerweile bekannt, ist die Kleidungsindustrie ganz weit vorn. Der Anteil der Modeindustrie am CO2-Ausstoß beträgt laut dem Economist mehr als 1,2 Milliarden Tonnen jährlich. Das ist mehr als der des internationalen Flugverkehrs und der Handelsschifffahrt zusammen. Die Unternehmensberatungsfirma McKinsey, nicht Greenpeace, hat ausgerechnet, dass, um 1 Kilogramm Kleidung zu produzieren, durchschnittlich 23 Kilogramm CO2-Ausstoß verursacht werden. Jeden Strumpf, den man fürs Einmalanziehen kauft, bezahlt man quasi mit einem Stückchen Eis in der Arktis. Um ein einziges T-Shirt herzustellen, das für 10 Euro auf unseren Einkaufsstraßen landet und als Wegwerfobjekt endet, werden bis zu 5000 Liter Wasser verbraucht. Der hohe Turnover der Modeindustrie zwingt natürlich zu schnelleren und preiswerteren Produktionsverfahren. Materialien wie Polyester sind billiger als natürliche. Das wiederum zwingt zum Einsatz von Chemikalien. Die naheliegende Reaktion ist nun, mit allen verfügbaren Fingern auf die Modeindustrie zu zeigen und seine Klamotten ausschließlich im Weltladen zu kaufen, in dem es nach Räucherstäbchen riecht. Damit macht man es sich aber zu einfach. H&M hat zum Beispiel sehr konsequent damit angefangen, gesundheits- und umweltschädliche Chemikalien aus seiner Produktion zu verbannen. Man kann sogar eine Hose, in der Made in Bangladesch steht, so man sie denn mehrmals anhat, mit einigem Stolz tragen. Der langjährige deutsche Botschafter in Bangladesch hat mir einmal glaubhaft dargelegt, warum. Westliche Kleidungsfabriken, sagte er, hätten in Bangladesch mehr positive Wirkung gehabt als Jahrzehnte gut gemeinter Entwicklungshilfepolitik. So wurden nämlich westliche Arbeitsschutzmaßnahmen und Arbeiterrechte in Länder exportiert, denen Ähnliches bis dahin vollkommen unbekannt war. Gerade Frauen kommen in den Genuss höherer Einkommen, was ganze Regionen verändert, weil Frauen in der Regel eben vernünftiger mit Geld umgehen, es für ihre Kinder, die Erziehung und die Gesundheitsversorgung verwenden. Es ist also Unsinn, die Modeindustrie als Umweltsünder zu verdammen. Es ist sogar womöglich nicht ganz durchdacht, die Textilindustrie für Ausbeutung in Billiglohnländern zu verdammen. Die Sache ist komplexer. Und dann ist es auch wieder ganz einfach. Es wird immer genau so viel produziert, wie auch gekauft wird. Konzerne wie Inditex haben einen solch direkten Zugriff auf ihre Hersteller, dass sie immer ziemlich exakt die Mengen herstellen können, die verlangt werden.
Zara und H&M produzieren de facto on demand und steuern ihre Produktion je nach Nachfrage der einzelnen Linien. Die schlichte Tatsache ist, nur wenn wir weniger kaufen, wird auch weniger produziert.